Hallo liebe Pokémon-Fans, heute gibt es mal wieder eine Kaufempfehlung von mir, die Velectro V-Box. Die kriegt man auf Card Market schon ab 19 Euro. Da kommen noch 3,50 € Versand zu. Da sind wir bei knapp 23 Euro. Und die gibt es auch bei eBay für 23 Euro. Dann schauen wir uns erstmal an, was da drin ist. Einmal hier die Promos, die drei Promos. Kriegt man schon, also die normale V-Promo kriegt man schon ab 50 Cent auf Englisch. Und die anderen beiden Promos liegen auch zusammen bei 1,50. Da sind wir bei 2 Euro ungefähr. Dann schauen wir uns nochmal die Booster an. Das ist das besondere Booster. Das kriegt man schon ab 7,20 €. Rechnet man noch 1 Euro Versand drauf, kriegt man einen Drachenmann, die Booster ab 8,20 €. Dann sind natürlich noch strahlende Sterne Booster drin. Zwei Stück. Die kriegt man mit Versand schon ab 10 Euro, zwei Stück. Natürlich habe ich hier nur autorisierte Händler genommen, weil nur autorisierte Händler habt ihr auch wirklich die Gewissheit, dass die ungewogen verkaufen. Aber soll auch nur ein Preisbeispiel sein. Und dann ist natürlich noch Fusion Strike drin. Das kriegt man schon ab 4,10 €. Also mit 1 € Versand. Macht summa summarum knapp 24 Euro für alle Produkte zusammen. Das heißt, wenn ihr das jetzt euch für 23 Euro kauft, macht den guten Deal. Und ich denke, dass besonders Drachenwandel noch steigen wird von der Preisklasse her. Das wird irgendwann auch auf 12 Euro sein, wie Welten im Wandel. Und strahlende Sterne ist auch gut dabei, dass die Displaypreise steigen bei strahlende Sterne auch. Also für ein langfristiges Investment ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Und zum Rippen zahlt ihr genau einen soliden Preis dafür. Das heißt, selbst wenn ihr es rippen wollt, seid ihr auf der sicheren Seite, weil ihr nicht zu viel zahlt. Und es ist besser, sich die Box zu kaufen, anstatt sich das alles einzeln zu kaufen. Weil ihr erstens dadurch Geld spart und zweitens ihr nicht irgendwie gewogene Booster euch unterjubelt werden können. Und halt für die Sealed-Sammlung ist das ein gutes Investment, weil Belectro ist auch ein beliebtes Pokémon. Und ich denke, in 1, 2 Jahren wird die Box nicht mehr so oft verfügbar sein. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Belectro V-Box ist jetzt noch 561 verfügbare Artikel aus Deutschland und die englische Version ist bieten nicht so viele an, aber der Preis ist trotzdem noch gut. Ich habe mir jetzt selber eine bestellt und ja, ich werde sie in die Sealed-Sammlung packen. Das empfehle ich euch auch. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, der kleine Kauftipp. Wer auf Drachenwandel und strahlende Sterne steht, für den ist das die richtige Box. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Kauftipp wieder. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.